So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben was gesehen beim Einkaufen, das sah so interessant aus. Das sind diese kleinen Dosen. Da steht Mentos drauf. Ihr alle kennt Mentos, the Fresh Maker. Und das ist ein Non-Sparkling-Drink. Das ist ganz besonders, weil bei den meisten Getränken, wo du denkst, das ist einfach nur so ohne Kohlensäure, bei bestimmten Tees oder so, steht dann plötzlich dort, dass das Sparkling ist mit Kohlensäure. Hier denkst du, das ist eine Limonade mit Kohlensäure und dann steht extra drauf, dass das Non-Sparkling ist. Das dürfte also keine Kohlensäure haben und dadurch überhaupt, ist das dann erfrischend? Man weiß es nicht genau. Es gibt auf jeden Fall 3 Sorten, die wir heute testen werden. Alle einzeln und dann alle 3 Sorten zusammengeschüttet. Und da habe ich jetzt ein neues Konzept. Ich weiß nicht, wann diese Folge online kommt, aber dieses Ernesto-Glas wird ab jetzt den auf die dicken Bierkrug ablösen. Aus diversen Gründen. Die kann ich euch vielleicht dann noch nennen. Wir haben jetzt hier 3 Sorten. Einen Lemon und Mint Mentos, Zitrone, Minze. Dann einen Fruity Mix, 7 Mixed Fruits Flavor. 7 verschiedene Früchte da dabei bei diesem und dann hier noch ein grüner mit Apple Soda Kick mit Apple Flavor, aber auch der ohne Kohlensäure. Habt ihr die Mentos Drinks schon mal gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Bei jedem steht auch dabei, with Jelly Bites, shake it. Das ist auch besonders, nicht nur die Geschmäcker und dass es Mentos Drinks sind, da sollen also kleine Geleestückchen drin sein. Ihr sollt die schön schütteln, dass die Geleestückchen durch die Gegend fliegen, dann beim Trinken mit ins Glas kommen und ihr noch was zu kauen habt. Habt ihr sowas schon erlebt? Ich noch nicht. Wir halten fürs Thumbnail mal ganz kurz das so hoch. Das sind die Mentos Drinks. Aber ich glaube, wir kriegen noch ein besseres Thumbnail hin später mit dem Ernesto-Glas, wenn das voll ist. Wir holen uns erstmal den ersten Drink her. Und das war jetzt hier dieser Lemon und Mint, Zitrone, Minze. Wir schütteln es wirklich. Also es fühlt sich eigentlich an, als wäre es eine normale Limonade mit Kohlensäure. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jetzt nicht schäumt oder nicht spritzt, wenn ich das aufmache. Wir machen es jetzt mal auf, mal gucken, was passiert. Es hat ein bisschen Schaum da. Es sieht auch irgendwie schaumig, cremig, frisch, prickelnd aus, obwohl es ja keine Kohlensäure hat. Wir füllen jetzt mal hier was ein. Das hat eine ganz trübe Note. Aber hier in diesem Trüben sind jetzt schon kleine Jelly Bites mit reingeflogen. Sieht man das, wenn ich das mal so halte? Da habt ihr hier in diesem Spülmittel unten kleine Schimmelperlen drin. So sieht das aus. Also sehr interessant, sehr interessant. Ich hoffe, das Ganze hat Zucker, nicht wieder Gönergy, wie ich dazu sage, weil es ist ja nur ein Ö und ein, keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall minzig. Riecht nach Zitrone. Das könnte mein neuer Lieblingsdrink werden, aber irgendwie weiß man nicht, was auf einen zukommt. Getränk mit Kokos-Gelee-Stückchen, Zitronen- und Minzaroma, Zucker und Süßungsmittel. Die haben also eine perfekte Kombination rausgesucht, dass da nicht zu viel Zucker drin ist, es trotzdem süß genug ist, es aber nicht zu chemisch ist, weil nicht zu viel Süßungsmittel drin sind, trotzdem eine Prise Zucker dabei. Schmeckt auf jeden Fall erstmal total komisch. Ich nehme mal den Rest noch. Also ich muss sagen, es ist schön gekühlt. Wenn du dir die Dose, so wie sie jetzt ist, einfach reinschlingst, ist das trotzdem erstmal erfrischend. Es ist nicht zu süß. Es schmeckt nicht bitter, es schmeckt nicht chemisch. Es schmeckt sehr nach Minze. Es hat keine Kohlensäure. Es ist wässrig, wie ein frisches Minzwasser. Stellt euch vor, es ist ein Kokoswasser, nur nicht nach Kokos, sondern nach Minz. Ist also auf jeden Fall interessant. Schmeckt mir persönlich besser als diverse Energy Drinks, die Zero haben, ja. Aber mehr darf ich jetzt darauf nicht rumreiten. Es ist nicht so, dass ich einfach alles schlecht rede, aber ich finde, das würde ich öfter trinken, das würde ich nochmal trinken, weil ich finde das wirklich mega interessant.
Vor allem ohne Kohlensäure, trotzdem sehr erfrischend, kannst du mitnehmen, kann nichts passieren. Und das in der Dose, das gibt dir doch ein ganz anderes Bild, was du da erwartest. Und dann ist es doch nicht so. Als zweites haben wir den Fruity Mix. 7 gemixte Fruchtflavor. Getränk auch mit Kokos-Gelee-Stückchen, gemischten Fruchtaroma, Zucker und Süßungsmitteln. So, das heißt, da sind überall eigentlich die gleichen Jelly Bites drin, weil alles davon kleine Kokos-Gelee-Stückchen sind. Also ist, glaube ich, sogar gut. Da hätte nämlich überall was anderes drin. Kann ja sein, das eine schmeckt, das andere schmeckt nicht. So diese kleinen Kokos-Gelee-Stückchen. Wer Kokos mag, der wird sich freuen. Und wenn die jetzt in jedem davon drin sind, dann hat man immer wieder was, worauf man sich freut, es wiederzusehen. Haben das jetzt hier eingeschenkt. Hier habt ihr eine sehr zart rosane Färbung. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr vielleicht sogar noch besser diese kleinen Kokosstückchen, diese Kokos-Gelee-Stückchen, die da rumfliegen in dieser rosanen Plörre. Das macht einen guten Eindruck. Das gefällt mir. Jetzt muss es auch nur noch schmecken. 7 Fruchtflavor. Der ist jetzt leider nicht so kühl wie der davor, weil Marie irgendwie den Kühlschrank aufgemacht hat. Dann ist hier eine Dose rausgefallen und hat die einfach draußen gelassen über Nacht. Jetzt wollte ich das frühst testen. Die eine ist halt nicht so kühl. Schmeckt trotzdem sehr fruchtig. Schmeckt angenehm. Schmeckt wieder interessant, hat keine Kohlensäure. Die Gelee-Stückchen sind da. Ihr habt diesen bärigen Geschmack leicht auf der Zunge. Wie ein leckeres Beerenwasser, aber nicht zu wässrig. Wenn ich jetzt Wasser mit Geschmack nehme, was dann Beerengeschmack hat, dann schmeckt das hauptsächlich trotzdem komplett nach Wasser und hat eine leichte bärige Note im Abgang. Hier ist der Beerengeschmack präsent direkt beim Trinken. Du trinkst und hast direkt diesen fruchtigen, besonderen, gemütlichen Geschmack. Und das ist toll, das finde ich gut, ohne irgendeinen herben, bitteren Nachgeschmack, ohne irgendwelche bösen Überraschungen. Also, der gefällt mir. Auch der Beerenmix, den finde ich sogar noch angenehmer als dieses Lemon Mint. Weil das ist halt wirklich besonders, so Minze zu trinken. Wer Pfefferminztee mag, okay. Das, der bärige, der ist halt für mehr Leute geeignet. Der ist nicht so speziell, schmeckt aber trotzdem wunderbar. Und dann haben wir natürlich noch den dritten übrig. Also ist der blaue hier, der grüne. Der Apple Soda Kick. Apfel mag ich ja eigentlich am liebsten. Bei Apfel habe ich nur das Problem, die meisten, die was mit Apfel machen, machen den immer richtig sauer. Alles muss saurer Apfel sein. Wer hat denn schon mal süßen Apfel gemacht? Niemand. Getränk mit Kokos-Gelee-Stückchen, Apfelaroma, Zucker und Süßungsmitteln. Wieder ohne Kohlensäure. Wir machen es hier auf, wir haben frisch geschüttelt und können es direkt aufmachen. Füllen das hier ein. Leider keine grüne Färbung, aber was willst du auch erwarten? Apfelgrün, hä? Hast du mal einen Apfel ausgepresst? Da kommt doch nichts Grünes raus. Das sieht doch dann immer so aus. Ihr habt hier wieder ganz viele Kokosstückchen drin, die auch wieder richtig toll aussehen. Das ist auch ein Grund, wieso ich dieses Glas jetzt verwenden möchte und nicht das auf die dicken Glas. Du kannst hier drin besser tasten. Du kannst nicht nur ein kleines Tasting machen, sodass du das Schnapsglas nicht brauchst. Du kannst auch alle drei zusammen einfüllen. Das sind nämlich 0,6 Liter. Das andere hatte nur 0,5, das heißt, hier passt es rein, wenn du alle drei zusammenfüllst und du kannst besser reingucken, du kannst besser durchschauen. Das auf die dicken Glas hat ja immer hier hinten ein Bild gehabt. Wenn du dann sowas hinhältst, dann siehst du von dem Getränk gar nichts. Und wenn du es rumdrehst und es so reinhältst, siehst du auch nichts von dem Getränk. So kommt das Getränk richtig gut zur Geltung. Es ist genügend Platz, wenn du alle drei reinmachst und sieht halt einfach irgendwie edler aus, ja. Das andere für Bier, okay, das ist edel, das kann man so machen. Wir probieren mal den Apple Kick Soda und obwohl das Soda draufsteht, trotzdem ohne Kohlensäure. Gut, der ist wieder schön gekühlt. Würde mich vom Geschmack aber gar nicht an Apple erinnern. Was das, ich weiß nicht, das schmeckt wie irgendwie so Kaugummi. So eine komische, fruchtige Kaugumminote, aber nicht wirklich nach Apfel. Dass das Apfel ist, würde ich nicht erkennen. Deswegen habe ich erstmal jetzt mich auf einen schönen Apfelgeschmack gefreut. Habe was ganz anderes. Deswegen mein erstes Urteil wäre gewesen, nee, der ist nicht so. Weil der halt einfach kein Apple ist. Wenn du Apple trinken willst und Apple erwartest und dann kein Apple kommt, dann bist du natürlich enttäuscht.
der anderen Seite, wenn du die Augen zumachst und denkst, du trinkst den Pinken und der Pinke wäre Bubblegum und du hast diesen Geschmack, sagst du wieder, das ist eine recht zarte Bubblegum-Note, ohne Kohlensäure, mit ganz wenig Süßungsmitteln, mit ganz wenig Zucker, das fein kombiniert, dass du eine süßliche Note hast, aber nicht künstlich, schon passt das wieder. Aber es ist ja Apple, also für einen Apple ist es sehr komisch, für einen Apple geht das gar nicht. Für einfach Augen zu und durch schmeckt das trotzdem und schön gekühlt. Da Bubblegum Flavor oder dieser Fake Apple Flavor, den das gerade hat, aber auch wieder was ist, was nicht jedem schmeckt, was wieder sehr besonders ist, würde ich auch sagen, der Apple, ja, bleibt weiter hinten zusammen mit Lemon Mind. Also die bilden das Schlusslicht. Wer aber wahrscheinlich für alle geeignet ist, wäre dieser Pinke mit diesem 7-Beeren-Mix, weil da erwartest du was Fruchtiges, du kriegst was Fruchtiges, das passt ohne irgendwelches Gebambel. Jetzt mix mal nochmal alle drei zusammen, probieren alle drei zusammen im Ernesto-Glas. Erstmal die zwei räudigen, die kommen zusammen. Einmal so. Jetzt ist der ja schon weg. Huch, und alles auf dem Tisch. Ich muss sie mir mal nochmal aufstellen, weil ich die ja dann nochmal so festhalten will. In die Kamera rein. Jetzt hat es aber wirklich was von Badlands Chucks, oder? Man, look at this. Dieses ganze rosane Glas mit Rosenwasser. Richtig genial, wenn du hier reinguckst. Und sich jetzt alles vermischt, also das, so muss das aussehen, wie wenn du Milch stehen lässt und die richtig ranzig wird und sich da lauter so Milchflocken bilden. Die meisten werden sich wahrscheinlich aber auch an diesen Kugelstückchen stören und sagen, das kannst du gar nicht trinken, weil du immer zu kauen musst oder du hast halt Angst immer zu, dass du dich verschluckst. Das ist jetzt also das neue Thumbnail. Das muss so reichen. Ich würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich würde alle drei nochmal kaufen, ich würde alle drei nochmal trinken, ich fand die nicht eklig. Ist auf jeden Fall ganz nett, wenn ihr die seht. Probier die ruhig mal, die Mentos Non-Sparkling Drinks. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Es ist unmöglich, das mit einmal wegzuziehen. Ich dachte erst, die schwimmen alle oben, diese ganzen Kokosdinger. Und du hast statt die zu kauen, einfach nur alles immer mehr runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt. Wurde das so viel im Mund und im Magen und überall gleichzeitig. Und du dachtest, wo bitte ist denn jetzt mal nur die Brühe, nur die Brie zum Wegkippen? Und dann merkst du, unten kommt noch mehr Kokossplitter, noch mehr Kokosgelee überall. Es ist echt. Aber es schmeckt, selbst zusammen kombiniert, selbst als drei Stück, schmeckt das, hat das was, ist das was. Du hast auch eine leichte Minznote dabei, nicht mehr so extrem wie davor, gemischt mit diesem Süßen. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich kann euch das empfehlen, probiert das mal. Also automatisch dieser Kaureflex, dass man kauen will. Aber man darf gar nicht kauen. Oder man sollte vielleicht doch kauen. Ich weiß es nicht, ob das für den Magen gut ist, wenn man sich die ganzen Dinger so einfach reinschiebt. Gab es, glaube ich, im Kaufland, falls ich es noch nicht gesagt habe, auf der Suche nach dem Gönnerchi gab es Mentos Drinks, ne? Das heißt aber Gönnerchi. Nee, da steht Gönnerchi. Und da ist ja nur ein Ö, ein N. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.